So, da sind wir wieder. Und wir suchen jetzt mal Keira da auf der Reuseninsel. Hier steht gerade irgendwie kein Boot, ne? Da müssen wir, glaube ich, mal eben schwimmen. Und guck mal, was sie da für Geschichten macht. Die weiß natürlich ganz genau, wie man hier den Kerl dazu bringt, der zu helfen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, es sah eben hell aus und ich meine, nachts haben die sich getroffen, also müsste es jetzt irgendwie morgen sein. Ist auf jeden Fall besser, als da nachts hinzugehen. Wir hoffen mal, dass der jetzt nichts passiert ist. Ja. Aber irgendwas wollte die da. Brennt da Licht im Turm? Oh, der hat auch keine Schuhe an. Der jetzt wieder welche an? Nee. Ich gucke jetzt mal eben, ob die Rüstung da auch an ist mit den Schuhen. Nö. Und auch keine Handschuhe an. Wegen den Vögeln jetzt, oder was? Komisch. Oh, hier ist tief. Wäre auch ein Boot gewesen. Okay, da brennen immer noch Lichter. Das ist echt irritierend. Why? Da ist doch niemand mehr, außer der Geist vielleicht, aber der wurde ja eigentlich auch mal befreit. Gule? Licht, ganz oben im Turm. Ja, seltsam. Oder die hier. Dreck am Stecken. Die Musik ist theatralisch. Was hat die um? Eine Rolle? Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe Oh, ist der die wichtige sauer. Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Ach, dadurch wir die Kohle machen. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Wer ist Radovid? Das weiß ich gerade nicht, aber es scheint hier beides nicht ganz. Entweder bist du nur unglaublich Boah, ist der naiv, sauer. oder du willst mich wieder verarschen. Was meinst du damit? Radovid hat nur ein Ziel: Emir zu vernichten. Die Katriona-Krankheit zu heilen wird ihm nicht helfen. Also werden du und deine Notizen entweder als Brennholz auf dem Scheiterhaufen landen, oder er wird dich zwingen, daraus eine Waffe zu bauen. Red keinen Unsinn. Bakterien kann man nicht kontrollieren. Noch nicht. Aber theoretisch ist das möglich, oder? Theoretisch kann ein Dackel auch eine Wölfin schwängern. Geralt, ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ich werde Radovid suchen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Lol. Was ist das denn für eine Aussage? Wie machen wir es? Also das streiche ich mal. So, Tausende werden sterben. Er weiß es halt noch nicht. Es ist ja nicht sicher. Und was ist, wenn ich sage, das kann ich nicht zu... Machen wir mal das. Hör auf dein Gewissen. Du weißt, dass Hunderte, vielleicht Tausende sterben könnten. Na und? Was macht das schon für einen Unterschied, ob Nilfgaards Truppen durch Stahl oder Bakterien sterben?
gar keinen. Also will die Stress machen. Eine Seuche kann sich unkontrolliert ausbreiten. Das stimmt. Ein Schwert nicht. Da liegt der Unterschied. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an. Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen. Ich, Keira Metz, Beraterin von König Foltest und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen. Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Geh doch dahin. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Mor hin. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emir, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut, ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Nehme ich die mit, damit die keine Scheiße baut? Ich weiß es nicht. Dann macht die halt echt keinen Unsinn, ne? Sehen wir uns in Kaer Morhen. Das wäre die freundliche Sache. Tja, das sind Entscheidungen. Ich weiß es nicht. Machen wir es so. Wir sehen uns also in Kaer Morhen. Eine fast bettwanzenfreie Zone. Ich kann es kaum erwarten. Die guckt nicht gut. Geralt. Hey, hat die mich gerade weggetackelt? Nun? Nun? Lol. Ah, ich will mit. Aha. Okay. Tja. Mal hoffen, dass die keinen Unsinn macht. Weiß man ja nie bei den ganzen Frauen. So, wir gehen mal noch hier hin. Gucken mal, was da abgeht. Ups. So, jetzt muss ich noch ein bisschen schwimmen. Ein versteckter Schatz. Das ist wirklich auch eine gute Insel, um Schatz zu verstecken, muss ich sagen. Liegt der hier? Da haben wir eine Notiz, die lesen wir mal. Versunkene Ruinen haben wir drüber, okay. Und hier liegt auch noch was. Oh, oh, oh lol! Leute! Was macht ihr denn hier? Oh, 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 nicht schwimmen! Die Knie! Ihr habt mich hier angegriffen, ihr Säcke! Mein Gott, ey, das hat mich jetzt echt überrascht. Wie aus dem Nichts! Ach so, hier vorne ist das Ziel, okay. Ich dachte, das wäre hier direkt drunter. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hier ist ein Wolf.
Da unten sind Viecher. Untertauchen. Ertrunken, ne? Hohe Stufe, oder? Warte mal, ich habe doch hier einen. Ich habe hier auch Bolzen. Warum sind die hier nicht in? So. Jetzt. Die kann man nämlich abschießen hier. Der kommt. Ah! Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. So. Hier unten. Was sagen meine Hexersinne? Okay, ich tauche mal eben auf, damit ich wieder Luft habe. Der Schatz sein. Scheiße, hab ich getroffen. Jetzt. Okay. Oh, ein Relikt. Da gucke ich mir mal an. Oh, da war noch eine Quest. Ja, ist ein Silberschwert, das auf jeden Fall besser ist als meins aktuell. Ah gut, ich habe hier noch 96% drauf. Wechsle ich noch nicht. Okay, das war sogar eine Quest. Gab aber keine EP. Mein Sauerstoff wird knapp. Ich muss mich beeilen. So, dann schauen wir mal. Novigrad, da wollte ich ja noch nicht hin. Schatz suchen. Ist auch hier alles Novigrad, ne? Ja, alles in Novigrad. Kermonheim. Ja. Müssen wir nochmal bei den Nebenquests gucken. Wählen. Ein Rennen, okay. Den Wahrsager besuchen. Mit einem Jäger reden. Das hört sich doch gut an. Tja, nur wo kann ich hier schnell reisen? Auf der Reuseninsel. Müssen wir nochmal schwimmen. Hier dieser komische Wegweiser. Komm schon. Eben schauen, geradeaus. Nee, mehr hier. Ah, da vorne, ja. Ach komm, der Mauer auch noch kalt. So, dann schauen wir mal hier, wo wir hin müssen. Da oben hin. So, hier vorne mal den Jäger ansprechen. Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Die Frau ist weg, oh. Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen?
Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Das ist lange. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Der hat eine schöne Stimme. Als sie zurückkam, war sie verschwunden. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Die Stimme ist echt top. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen rumfragen wahrscheinlich. Mal hier gucken. Ich springe mal eben hier. Guten Tag, Glenna. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen. Aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Metzger, bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Oh. Kaufst du was? Leb wohl. Vielen Dank. Leb wohl. Okay, den Punkt haben wir. Hier vorne ist noch was. Du Weißer, was willst du? Papa, was ist der Baron? Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Da steht er. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Reden wir mal über Hannah. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ja. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Ja. Wer war da mit, genau? Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah. Ich konnte sie nicht erkennen. Okay, dann war es das erstmal. Vielen Dank. Lebt wohl. So. Hier vorne noch irgendwo? Ist das dann schon im Wald? Ja, möglich. Wachen des Barons, okay. Da ist irgendwas. Ist da ein Rudel? Oder sind das hier diese Rehe? Naja, da ist. Ja, das ist hier der Weidler, glaube ich. Ja, mit der Ziege, genau. Also die Landschaft in dem Spiel ist echt top. Generell ist das Spiel eigentlich wirklich top. Die Quests sind top ausgearbeitet. Landschaft, Story. Das ist echt ein starkes Spiel. Also hier muss man irgendwo gucken. Oh, 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 hier. Komm schon. Ach, Leute. So, Wolfsrudel haben wir auch erledigt. Oh. Hexer? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen.
Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hanna tot ist. Das stimmt was nicht. Willst du nicht wissen, was hier zugestoßen ist? Ich mach mir keine Illusionen, Hexer. Wer ihn wählen, so die lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Die hat die umgemacht. Hanna ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Und sie will den Typen haben. Ich werde sie finden. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Warum denn herzlos? Ich glaube, die hat da nämlich echt was am Stecken. Ah, hier liegt was. Klauenspuren. Sie sind tief. Das war kein Mensch. Ja, mal untersuchen. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Okay. Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Ein Stück überall ist Blut. Sprichwörtlich. Werwolf, ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Okay, der hat hier ein Lager irgendwo. Naja, mal schon mal speichern, nicht, dass ich hier flöten gehe. Ohne hier alles zu safen. Erstmal die Pflanze mitnehmen. Okay. Also irgendwo hat der Typ hier sein Lager. Da waren ja auch ein paar Wölfe. Ja, die sind, glaube ich, auch immer bei den Werwölfen. Hier sehe ich nichts. Hier sind noch Sachen. Hier hoch? Blut- und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Hierhin, ne? Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Fußspuren? Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Hier ist noch was. Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Hier ist eine Duftspur. Duftspur. Hier durch? Okay. Ja, hier entlang. Durch diesen, ich habe da eben was gehört, einen Bären oder so. Oder da vorne ist der Werwolf schon. Man sieht ja ein bisschen, dass da Leben ist. Das kann sehr gut sein. Männerkleidung, zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Da vorne ist was. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Oh fuck. Oh, was? Du Scheißbär, verbrenne! So. Unterkunft eines Jägers. Einsame Hütte. Hier liegt was. Ich kann es aber nicht angucken. Okay. Hier mal rein. Bisschen looten. Ups. Naja, dann ist halt dunkel. Hier auch noch schauen. Notizen. Von wem die wohl sind? Schlüssel brauche ich. Ah.
habe ich jetzt soweit aber alles gelootet. Mir wird doch irgendwie noch was angezeigt, ne? Ach so, das ist in der Schnellreise, okay. Hier unten irgendwo. Hier drunter. Ja, hier ist was. Hm, das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Ach, das kann man hier aufsprengen mit Art. Ja. Ja, hier ist wieder Blut am Boden. Oh, hier ist es sehr duster. Truhe. Na, hier ist auch noch was. In der Nähe ist das Ziel. Da vorne, ne? Angezeigt. Durchsuche das Versteck. Boah, wenn ich hier so nah dran bin, bin ich immer ein bisschen verwirrt, wo ich hier überhaupt bin. Kann man hier nicht Kerzen oder sowas anzünden? Ich sehe hier nicht viel. Also auch die Hexersinne verraten mir hier nichts. In der Nähe. Ist das hier so eine Wand, die man wegmachen kann mit einem gewissen... Was ist das hier nochmal? Lampe? So habe ich auf jeden Fall Licht. Es gibt doch so ein Item, mit dem man das Zeug da wegmachen kann. Habe ich da nicht sowas? Was gibt's denn hier noch? Kann man das irgendwie benutzen? Naja. Käfigschlüssel. Tja. Hier liegt eine Kuh oder sowas. Vielleicht müssen wir auch hier um die Ecke. Ah, hier war ich, glaube ich, eben mit der Truhe, ne? Ja. Ah, hier wird es nicht sein. Sinne zeigen definitiv hier hin. Und das wäre ja hier irgendwie durch. Kann man das aufsprengen vielleicht? Nö, ne? Da hinten ist auch ein Feind angezeigt. Muss da doch irgendwie reinkommen. Es gibt doch hier diese Items. Irgendwelche Dienste. Dieses Auge hier. Wie kann man das denn verwenden? Kann ich das hier irgendwie reinziehen?
Nö. Ich hab keine Ahnung. Mach das mal aus. Also auch mit Hexersinn, das, ich sehe hier nichts. Das ist schon jetzt ein bisschen knifflig. Also es muss ja hier durchgehen. Oder nicht? Ich soll das Versteck hier durchsuchen, ja. Muss ich hier nochmal kurz zurück, oder wie? Weiter. Hier oben ist noch irgendwo was. Ah, da. Hier? Ach so, vielleicht muss ich von oben da runter. Ja, hier ist auch nichts. Ja, wo zeigt denn die Quest noch hin? Hin. Da ist noch mal ein Bär. Den haben wir uns zwar noch gegönnt. Hier ist anscheinend noch irgendwo was. Ich sehe nichts. Das, wie kann das sein? Hier muss ja irgendwas sein. Darunter, ja. Steht das hier auch? Ja. Also ich muss definitiv runter. Ich kann halt nochmal ins Haus gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe. Ist halt höchstens diese Truhe. Und wahrscheinlich brauche ich den Schlüssel dafür. Weil der Wolf... wahrscheinlich wen gefressen hat, der den Schlüssel auch bei sich hatte. So, hier sind wir jetzt drin. Gehen wir hier ganz normal lang. Hier ist auch mit Texasinn noch nichts zu erkennen. Und hier irgendwo... oder wie? Lol. Kann hier hoch? Okay. Vielleicht... Vielleicht hier hin? Irgendwie hoch dann? Also hier liegt ja was. Und hier ist auch so eine Sackgasse. Hier muss es irgendwo weitergehen. Bringt nichts. Das auch nicht. Hier denn sowieso nicht. Art höchstens. Ne, aber hier ist nichts, ne? Komisch. Kann ich das hier irgendwie umstoßen, damit das da reinfällt oder so? Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme. Jeden Fall klettern. So. Das bringt auch nichts, hier oben zu stehen. Fackeln oder sowas habe ich auch nicht, ne? Gibt's doch irgendwo. Verzehrbares... irgendwas mit Licht? Ja, mäßig. Sehen in totaler Finsternis. Jo. Auf. Welcher Nummer ist denn das jetzt? Auf.
Z. So. Ich sehe jetzt hier in der Finsternis. Mal gucken. Erstmal hier. Hier dachte ich, geht's weiter. Ha, komisch. Okay, gut, dass es so einen Trank gibt, aber leider hält er nicht so lange. Hier war ich auch schon. Da komme ich her. Hier irgendwie... Also das hier ist für mich irgendwie der einzig plausible Weg, aber keine Ahnung. Also selbst mit dem Trank komme ich hier nicht weiter gerade. Das sieht zwar schön aus hier zum Hochklettern, aber es bringt mir auch nichts. Oder? Ne. Tja. Jo, ich beende jetzt hier mal die Folge und such da mal nach einer Lösung, damit das hier nicht so lange dauert, ne? Macht's gut.